Hallo ihr Lieben, heute habe ich es mir mal hier gemütlich gemacht von meinem Kleiderschrank und ja, ich mache mit beim 90s Tag, nicht weil ich in den 90ern geboren wurde, ich bin ja 87 geboren, aber das war so wirklich die Zeit meiner Kindheit, da war ich ja dann 3 bis 13, also so wirklich Teenie-Zeit. Und ja, ich habe so ein bisschen, es gibt ja einmal diese deutsche Variante und die englische und ich habe die so ein bisschen kombiniert und jeweils Fragen rausgesucht von beiden, die ich interessant fand. Und ja, also wenn es euch interessiert, bleibt dran und es geht jetzt los. Frage Nummer 1, mein Lieblings-Disney-Film. Ich habe alle Disney-Filme geliebt, also wirklich, ich bin ein mega Disney-Fan. Ich habe auch noch alle auf VHS im Keller und wenn ich mal richtig wild drauf bin, dann schließe ich den Videorekorder an und gucke mir manche an. Auch wenn die Qualität nicht so schön ist, aber das gehört irgendwie dazu. Und ja, ich habe besonders doll geliebt Cinderella, König der Löwen und Pocahontas. Aber welcher an keinen rankommt, nee. Nein, woran die alle nicht, an welchen die alle nicht rankommen, ist Ariel die Meerjungfrau. Ich liebe auch diese Szene da, wo sie in ihrem kleinen, in ihrer Höhle da ist, wo sie alle ihre Sachen gesammelt hat und dann ihr Lied singt und so weiter. Ja, also, Ariel, die Meerjungfrau. Mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Da können die anderen nicht mithalten. Frage Nummer 2. Lieblingsmusiker, Lieblingsband in den 90ern. Zu meiner Schande muss ich ja gestehen, ich bin Kelly Family Fan gewesen, sehr großer. Das war auch das erste Konzert, auf dem ich war. Und ja, das war so ein bisschen angesteckt von meinem Vater in der Kindheit. Und dann, als man sich dann so selber Dinge ausgesucht hat, waren es die Spice Girls und Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe habe ich richtig geliebt, habe ich alle Alben gehabt und habe dann auch immer fleißig mitgesungen. Mit meinem Walkman. Hieß das so? Nee, Discman. Discman, natürlich, CDs auf dem Discman. Immer schön damit rumgelaufen. Meine Lieblingssüßigkeit, oh, da gibt es verschiedene. Erstmal die es jetzt noch gibt, sind diese Curly Whirlies. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Ich hoffe, es ist auch nicht zu laut, weil Rocky schläft ja neben mir. Da. Schläft er gerade in seinem Körbchen. Also Curly Whirlies sind so lange Stangen, Karamellstangen gewesen, die mit Schokolade überzogen waren. Und ja, da hat man sich eigentlich auch die Blonden mit rausgezogen. Aber ich habe die sehr, sehr gemocht und die gibt es noch. Was es, weiß nicht, ob es das noch gibt, sind so Kiosk-Süßigkeiten wie Leckmuscheln und sowas. Das hört sich auch an. Sowas in der Art habe ich gemocht. Aber meine allerliebste Lieblingssüßigkeit, die es jetzt nicht mehr gibt, ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Ich will mal Kinderpinguin sagen. Diese Riegel, nein, keine richtigen Riegel, die wie Nilpferde waren. Und die gibt es jetzt noch, aber nicht mehr so in der Kombi, wie es früher war. Mit so einer Creme. Ja, ich kann das nicht mehr richtig beschreiben. Auf jeden Fall diese Nilpferde mit Keks und innen drin war so eine Creme. Und die sind ein bisschen wie Bueno gewesen, nur mega tausendmal viel leckerer. Und die gibt es jetzt nur noch mit Kokos und Schoko. Ja. Die habe ich geliebt. Die gibt es leider nicht mehr. Mein Lieblingsspiel, Memory generell, habe ich geliebt. Spiele ich jetzt auf der Arbeit sehr oft. Memory, Monopoly und auch so Quiz-Sachen habe ich gerne gespielt als Kind. Und dann habe ich so ein Spiel gehabt, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, natürlich. Da konnte man seine Spielfiguren aus Knete machen und musste wie so ein, auf dem Spielfeld wie so ein Parcours laufen. Und manchmal ist dann einfach was runtergekommen und hat deine Knetfigur zerquetscht. Ziemlich brutal, aber hat mega Spaß gemacht. Wenn jemand weiß, wie das Spiel heißt, nur raus damit. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Mein Lieblingsspielzeug in der Junior-Tüte, dazu muss ich sagen, wir waren halt schon öfter mal bei McDonald's, aber ich habe halt selten eine Junior-Tüte gegessen. Ich habe früher immer den Fisch mehr gegessen, einzeln so. Und Pommes oder sowas. Also ich habe selten eine Junior-Tüte gegessen. Deswegen weiß ich das auch gar nicht genau.
Auch witzig, dass es früher Junior-Tüte heißt und jetzt Happy Meal. Ich fand Junior-Tüte besser. Aber ich glaube, ich mochte, wenn dann so Sachen, die von Barbie da drin waren. Ich war halt auch ein mega Barbie-Fan. Ich hatte tausende Barbies, Barbie-Traumhaus, Barbie-Auto, Ken, Shelly und wie das alles hieß. Mein Lieblingsklamottengeschäft, das war also richtig cool, war ja Pimkie damals in den 90ern. War aber nicht so meins. Ich war voll oft bei New Yorker und damals auch schon bei H&M, auch wenn das nicht so richtig cool war, nicht so Teenie-Modemäßig, aber ich war dann trotzdem da und ich habe auch schreckliche Klamotten getragen, aber dazu komme ich später. Meine Lieblingszeichentricksendung, oh, da gab es viele. Ich habe gerne die Gummibärenbande geguckt. Dann die Glücksbärchis. Hey Arnold habe ich gerne geguckt. Und sonst eine Serie, die keine Zeichentrickserie war, aber die ich richtig gerne gesehen habe, ist Sabrina total verhext. Die habe ich auch geliebt. Und natürlich die Zeichentrickserie von Ariel. Die habe ich auch richtig oft geguckt. So, und jetzt Schmink- und Modesünden in den 90ern. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll und wo ich aufhören soll. Also, Nummer 1, ich habe natürlich auch alles mitgemacht. Nummer 1, Hosen, die vorne Cord, hinten Jeans waren. Mega hässlich. Also Hosen mit zwei verschiedenen Materialien oder zwei verschiedenen Farben. Dann Hosen, mega hässliche Plastikhosen, wo oben drüber ein Rock war. Von Pimkie. Das ist eine Modesünde, die ich mitgemacht habe. Und natürlich Buffalos. Ich hatte ein richtig teures Modell, die echt auch widerlich hässlich waren. Und zwar in zwei verschiedenen Blautönen. Hell und dunkelblau. Und ich musste meine Eltern so lange belatschen, dass ich die bekomme. Die fanden die widerlich und hässlich. Und ich gebe ihnen auch recht jetzt, aber die gehörten dazu wie Helly Hansen Jacken. Helly Hansen, keine Ahnung. Diese Jacken, die dich irgendwie so riesig gemacht haben. Und die, meine war auch eine Wendejacke, blau-rot. Super schick. Also Helly Hansen Jacke und Buffalo-Schuhe. Da warst du der King auf dem Schulhof. Ja, das ist auch eine Modesünde. Dann diese mega, was auch richtig schlimm war, waren Schlangenlederhosen, Imitathosen. Mit Schlag. Auch geil. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, an diese Plastik, wie heißt denn das? Plastikketten und Armbänder und da gab es dann auch Ringe von. Und ja, aus diesem schwarzen Plastikzeug. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und diese Haarreifen, die dann so Haarbänderreifen aus Plastik, die diese Spitzen hatten und dann euch die Haare so schön zurückgemacht haben. Fußballer tragen die heute manchmal noch. Müsst ihr mal drauf achten. Ja, und Schminksünden eindeutig. Selbst gemacht habe ich davon nur blauer Lidschatten. Glaube ich noch ein Relikt der 80er Jahre. Was in den 90ern auch mega noch in war. Blaue Wimperntusche. Die jetzt ja wieder im Kommen ist, aber schlimm damals. Also wirklich einfach plakativ blau angemalte Augen. Und was ich bei meiner Mutter noch beobachtet habe, was ich selber nicht gemacht habe, ist umrandete Lippen. Auch sehr schick. ja, das sind die Schminksünden, finde ich, aus den 90ern. Viel geschminkt habe ich mich da noch nicht. Ich habe so mit 12 angefangen. Und dann wirklich mit blauem Lidschatten und blauer Wimperntusche. Lippenstift und sowas habe ich nicht getragen. Ja. Und Neon-Nagellack hatte ich auch. Kann man drüber streiten, ob der jetzt schön ist oder nicht. So, das war der Tag. Ich hoffe, einige Fragen waren interessant. Ich würde mich über Videoantworten freuen und ja, wie ihr das so fandet. Und vielleicht wisst ihr, wie die Süßigkeit hieß, die mir nicht eingefallen ist. Und das Spiel, was ich meinte. Vielleicht versteht ihr überhaupt erst, was ich meine. Ich weiß es nicht. Ja. Dann grüße ich euch von hier aus meinem Schlafzimmer, der liebe Rocky auch, und wir sehen uns morgen. Ciao!